Park und der grössten Bedrohung. Es ist der Ort, der Krieg, die Rebellen. Einst fand man in Virunga die größte Wilddichte Afrikas. Heute sind 95% der Tiere verschwunden. Skrupellose und brutale Wilderei gefährden den Tierbestand. Dem will der Direktor des Parks entgegenwirken. Vor 8 Jahren hat er Marleen um Hilfe gebeten. Seither leitet die Tierärztin den Aufbau einer speziellen Hundestaffel, um die Wilderei zu bekämpfen. Da ist jemand. Halt oder schießt! Ich habe den Eid geschworen, die Wildtiere zu retten und die Natur zu beschützen. Das ist meine Arbeit und ich bin bereit, dafür zu sterben. Mein Leben für den Schutz dieser Tiere zu lassen. Die erste Priorität hat der Naturschutz. An zweiter Stelle kommt die Familie.